Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpuppen unter der Lupe. Heute mit der Kumquats Klein Lucy. Klein Lucy ist eine Handpuppe aus der Serie der Junior-Handpuppen, also eigentlich mit für Kinderhände konzipiert. Was das Besondere an Klein Lucy ist, bevor ich es vergesse, Klein Lucy ist übrigens die kleine Schwester von der großen Lucy und die große Lucy ist eine der laut Hersteller am meisten verbreiteten Handpuppen in Kitas und Grundschulen. Also schauen wir uns jetzt einfach mal Klein Lucy etwas genauer im Detail an. Viel Spaß dabei! Schauen wir uns als erstes mal das Gesicht von Klein Lucy an. Klein Lucy hat braune Augen, zwei kleine braune Knopfaugen, hat Sommersprossen hier im Gesicht auf beiden Seiten sowie auch auf der Nase. Der Mund ist anders als bei der Firma Living Puppets erst anders geschnitten. Ist es auch so, dass die Kumquats den Mund nicht so weit aufreißen können, wie beispielsweise die Handpuppen von der Firma Living Puppets oder auch andere Hersteller. Das ist einfach dem Schnittmuster geschuldet. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Die Handpuppen wirken einfach nochmal ganz anders als die von der Firma Living Puppets oder beziehungsweise Mattes Spielprodukte oder auch von der Firma The Puppet Company beispielsweise. Zu dem Klappmaul selber habe ich übrigens auch mal ein Video gemacht. Schau einfach mal bei mir in den Playlists. Da ist eine Erklärung zu den einzelnen, sag ich mal, Klappmäulern. Ist eigentlich ganz interessant. So, kommen wir zurück zu unserer kleinen Lucy. Ich will mal kleinen Lucy sagen. Klein Lucy heißt die. Sie hat rote Haare. Hat hier oben in den Haaren Schleifchen drin, zwei Stück. Wir haben ergo dann auch zwei Zöpfchen hier, die auch wirklich als solches gebunden sind auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben an Klein Lucy hier eine Latzhose, diese ist nicht ausziehbar. Und wir haben hier unten auch noch Schuhe, die sind leider auch nicht ausziehbar. Als Detail sind hier noch Schnürsenkel ganz einfach gehalten. Man kann das Hosenbein übrigens auch von der kleinen Lucy hier so ein bisschen hochkrempeln. Nach dem Motto, ja, es ist ja jetzt Sommer, also krempel ich mal ein bisschen die Beine hoch, damit mir nicht so warm ist in meiner Latzhose. Kommen wir nochmal zu den Händen. Die Hände sind bespielbar. Allerdings geht das Ganze nur, indem man ähnlich wie bei den Kasper-Puppen halt Daumen und den Mittelfinger dafür benutzt. Finde ich, ja, muss jeder sagen, selber für sich entscheiden, wie er das findet. Ich persönlich finde das nicht so gelungen. Es liegt aber wohl auch mit daran, weil ich keinerlei Erfahrung mit dieser Art von Handpuppe habe. Wenn ich die sicherlich länger bespielen würde, würde ich meine Meinung darüber ändern. Aber ich finde das, wie gesagt, derzeit mit dem Stand, wie ich die Handpuppe halt kenne, finde ich es nicht besonders gut gelungen. Ich hätte mir dann doch eher Hände gewünscht, wo man ja entweder eine Art Spielstab hat, weil man kommt auch nicht, oder beziehungsweise ich komme nicht bis vorne in die Handflächen rein. Entweder durch halt einen Spielstab, den könnte man auch nachträglich selber bauen und sich halt hier einfach dran klemmen. Ich würde Spielstäbe generell immer nur dran klemmen. Und das wäre dann halt auch noch eine Möglichkeit. Ich kann das einmal kurz demonstrieren. Übrigens, man gelangt in das Klappmaul und in die Hände am Hintern von dieser Handpuppe. Ich schätze mal, das ist bei den Junior-Handpuppen bzw. bei den Handpuppen aus der Junior-Serie baugleich. Die Träger seh ich gerade, die sind übrigens nicht festgemacht. Das heißt, die schlackern hier so ein bisschen rum. Das ist auch nochmal ein wichtiges Detail, wie ich finde. Beispielsweise bei meinem Rosenzwerg nervt mich das so ein bisschen. Da hatte ich das, glaube ich, sogar schon festgenäht. Man sieht jetzt hier die Handbewegungen, die man damit ausführt. Die sind nicht gerade, ja, ich würde sagen flüssig. Die sind nicht schön, weil wenn ich nämlich die beiden Finger dann zusammenführe. Ich habe jetzt übrigens mal hier den kleinen Finger und halt meinen Daumen, damit der Abstand weiter ist.
habe ich einfach mal genommen. Und wenn man die halt zusammenführt, dann wird halt doch schon der Oberkörper, finde ich, in der Mitte halt arg gequetscht. Und es sieht irgendwie ein bisschen aus, als ob die Puppe irgendwie so hilflos ist, finde ich. Ja, also ich gelange auch in das Klappmaul. Da müsste ich einmal kurz aus den Händen rausschlupfen. Das finde ich auch übrigens etwas schwierig. So, wenn man sich jetzt einmal die Klappmaulbewegung ansieht, das ist das Maximale, wie ich den Mund öffnen kann. Das ist, wie gesagt, dem Schnittmuster zu verschulden, ohne das jetzt wirklich negativ zu meinen. Ich kann auch noch die Zunge bespielen, das ist auch möglich. Allerdings beides gleichzeitig geht einfach nicht. Das Klappmaul fühlt sich, so wie bei allen Kumquats, die ich bisher bespielen durfte, fühlt sich gut an. Man hat wirklich eine griffige Oberfläche. Das ist so ein, würde ich sagen, etwas rauer Filz, der sich auch über die Zeit hinweg nicht abnutzt oder beziehungsweise nur schwerlich abnutzt. Bei anderen Handpuppen ist es so, dass man oft noch eine Stofflage über diesen Filz dann drüber gelegt hat und dass das dann halt mit der Zeit im Prinzip ja ausleiert und der Stoff quasi ja Risse bekommt und dann halt auch dieser Grip, den man halt braucht, dass der halt dann halt verloren geht. Ja, im Prinzip ist das was mir so an der Handpuppe aufgefallen ist, was ich dazu sagen kann. Wir können gerade nochmal hier gucken. Wer ist das eigentlich gewesen? Man kann auch hier, sehe ich gerade noch, den, ich glaube der Latz ist es richtig, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Man kann auch noch hier den Latz runterziehen, dann sieht das so ein bisschen so aus, als ob ja, Lucy dann halt noch ein bisschen frisch vom fröhlich freier unterwegs wäre. Auf der Rückseite, es fehlt übrigens ja diese Rückenpartie, glaube ich, die es auch immer bei Latzhosen gibt. Entschuldige mich bitte, ich habe keine Latzhose. Ich hatte mal eine, aber ich weiß ehrlich auch nicht mehr, wie die aussieht. Aber ich meine, ich würde es normalerweise auch noch eine Rückenpartie geben. Ja, ansonsten das Etikett haben wir noch hier. Auf dem Etikett selber steht nur der Hersteller. Das ist in diesem Fall, wie gesagt, die Firma Kumquats bzw. Dekro und Bodrick GmbH. Ich würde es immer gut finden bei Handpuppen, wenn ich auch wüsste, wie die heißen, weil es kann ja auch mal sein, dass man eine gebrauchte Handpuppe kauft und dann wäre es auch mal schön zu wissen, wenn die beispielsweise auch nicht mehr im Programm sind, wie die denn heißen eigentlich. Oder wenn es wenigstens eine Artikelnummer gäbe, weil dann könnte man selber bei der Firma dann nachfragen. Hey, ich habe hier eine Handpuppe. Wie heißt die? Okay, ja, wie gesagt, mir ist sonst nichts weiter aufgefallen an der Handpuppe. Die Klamotten sind, wie gesagt, nicht ausziehbar. Hier in die Tasche kann man noch was reinstecken. Das wäre auch noch ein wichtiges Detail vielleicht für dich. Ansonsten ist das soweit abgeschlossen, solche kleine Detailaufnahme. Beziehungsweise unser genaueres unter die Lupe nehmen. Ich blende dir jetzt noch ein paar Detailfotos ein. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich zum Abschluss dieses Vorstellungsvideos. Klein Lucy, misst 43 cm. Der Preis für Klein Lucy ist, wer Kumquats kennt, würde jetzt sagen Apothekerpreise. Ich finde es allerdings nicht, weil die Kumquats-Handpuppen haben insgesamt eine wirklich sehr gute Verarbeitung. 80 Euro kostet Klein Lucy. Ich denke, das ist ein guter Preis. Ob die Handpuppe etwas für dich ist, das musst du selber entscheiden. Ich freue mich, dass du reingeklickt hast.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes.